Hallo und herzlich willkommen in Klötzchens kreativer Ecke. Heute gibt es endlich mal wieder ein Bastel-Quickie, denn ich habe vor längerem schon Schmuck selber gemacht. Und zwar sowas hier. Ich habe das manchmal auch schon verschenkt. Ich finde das eine wunderbare Idee, wenn man noch schnell auf der Suche ist nach einer Geschenkidee. Und ihr könnt aus diesem Material natürlich auch Osterdeko machen, so wie ich es jetzt gemacht habe. Oder je nach Saison, Weihnachtsdeko, Herbstdeko, was auch immer ihr möchtet. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen. Hier dreht sich alles ums Basteln, Einrichtung, DIY, aber auch ein bisschen Theater, Bühnenberuf und solche Dinge teile ich hier mit euch. Wenn euch das interessiert, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Und ja, wie ich das gemacht habe, aus welchem Material, was es hier zu beachten gibt und so weiter, das seht ihr hier. Für alle, die schon länger auf meinem Kanal sind, herzlich willkommen zurück. Es gab lange kein Video und ich freue mich, endlich wieder eins machen zu können. Und jetzt geht's los. Für diesen DIY-Quickie habe ich lufttrocknende Modelliermasse verwendet, Ösen und Haken für die Ohrringe und natürlich Ausstecher, eine Unterlage, etwas zum Ausrollen, ein bisschen Wasser, ein Messer und ein Backpapier, worauf ich das Ganze trocknen lassen konnte. Von dieser Modelliermasse habe ich mir ein Stückchen abgetrennt und das Ganze natürlich erst einmal ein bisschen weich geknetet. Ja, so als würde man mit Salzteig oder mit Fimo arbeiten. Und zur Hilfe beim Ausrollen hier ein kleiner Trick, vielleicht falls ihr den nicht kennt. Ich habe mir das Ganze auf ein Stück Backpapier gelegt und das wiederum auf einen leicht befeuchteten Lappen, sodass das Ganze nicht hin und her rutscht beim Ausrollen. Ich wollte gerne geometrische Formen für die Ohrringe ausstechen und habe hier von unseren Buchstaben- und Zahlenausstechern das O verwendet. Ihr seht gleich, was es damit auf sich hat. Ihr könnt natürlich auch eine andere Kreisform verwenden, je nachdem, was ihr zu Hause habt. Bei diesem Material passiert es, dass beim Ausstechen der untere Rand ein bisschen ausfranst. Und deshalb habe ich dann hier etwas Wasser verwendet, nachdem ich das Ganze aus der Form gelöst habe. Hier seht ihr es nochmal etwas genauer, um die Ränder ein bisschen zu glätten. Mit der 0 unserer Ausstecher habe ich dann das gleiche gemacht wie mit dem O. Je nachdem, welche Formen ihr natürlich für eure Ohrringe verwenden wollt, könnt ihr hier, wie ich, das Ganze dann so zerschneiden, dass die passenden Formen für euch dabei herauskommen. Und ich habe für meine Ohrringe eben verschiedene Kreis- und Bogenformen benötigt. Die Formen, die ich nicht als Ausstecher da hatte, habe ich ausgedruckt, mit der Schere ausgeschnitten und das dann als Vorlage verwendet. Und ich dachte mir, aus diesem Material kann man doch wunderbar auch Deko-Anhänger ausstechen. Eben je nach Saison. Ich habe hier für Ostern etwas ausgestochen. Wir hatten verschiedene Ausstecher da. Und ja, man sieht hier gleich nochmal wunderbar, wie man das Material auch im Nachhinein noch bearbeiten kann, wenn mal eine kleine Macke drin sein sollte. Man kann mit dem Wasser das glätten und auch natürlich den Rand, der wird eben durch das Ausstechen immer ein bisschen ausgefranst. Ganz wichtig, natürlich für die Ohrringe, aber auch für die Anhänger, das Loch nicht vergessen. Dafür habe ich einen Zahnstocher verwendet, erst einmal von vorne durchgestochen, das Ganze von hinten dann noch etwas geglättet und am besten auch von hinten noch einmal durchstechen, dass das Loch wirklich zugänglich ist später für die Ösen oder eben für ein Band zum Aufhängen. Das Ganze je nach Hersteller über Nacht gut durchtrocknen lassen, also wie gesagt, diese Masse muss nicht gebrannt werden und so sahen dann die fertigen Teile aus. Ja, es ist wirklich hart geworden. Hier einmal der kleine Test. Ist auch schön dünn, flach, je nachdem eben wie dick ihr das Material ausrollt. Und jetzt konnte es an die Verzierung bzw. ans Ausmalen gehen. Für den nächsten Arbeitsschritt habe ich ganz normale Acrylfarben verwendet, verschiedene, die ich eben da hatte. Pinsel,
etwas Wasser und für den übernächsten Schritt, hier sieht man es schon, natürlich die Ösen für die Ohrringe und habe mir teilweise Farben angemischt, aber wir hatten wirklich einige da, sodass ich hier ja ein bisschen herumexperimentieren konnte. Ach ja, ein Lappen und ein paar Einmalhandschuhe sind auch ganz hilfreich. Ja, und beim Gestalten sind eurer Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt. Ich habe mich hier mal wieder bei Pinterest inspirieren lassen, aber auch bei Etsy. Also wenn ihr noch Inspirationsquellen für Formen und Farben benötigt, dann schaut da ruhig einmal ein bisschen herum. Ich habe hier ein paar Ohrringe für eine Freundin gefertigt und natürlich kann man dann die Farben auch für denjenigen anpassen. Ach ja, und noch ein kleiner Tipp. Wie ihr hier seht, habe ich wieder mit Zahnstochern gearbeitet, damit ich eben die Ohrringe gleich von beiden Seiten anmalen konnte und habe die dann so in einen leeren Becher gehängt. Ich habe allerdings zwei Farbschichten übereinander gegeben, damit das Ganze wirklich auch gut deckt. An den Osteranhängern zeige ich euch jetzt noch etwas, was ich ausprobiert habe und das hat wirklich gut funktioniert. Ich habe ein bisschen Goldfarbe mit Wasser verdünnt und das Ganze dann mit dem Pinsel einfach drüber gespritzt. Das habe ich dann auch bei ein paar Ohrringen so gemacht und ich finde, das hat wirklich einen unglaublich tollen Effekt gegeben. So sahen diese erst einmal einfachen Ohrringe fertig angemalt und getrocknet aus. Jetzt kommen hier die Ösen und die Haken ins Spiel und ich habe zwei verschiedene Flachzangen verwendet, um die Ösen mir eben zurechtzubiegen. Für manche Ohrringe wollte ich eigentlich keine Haken, sondern Stecker hinten ankleben. Das hat leider nicht so gut funktioniert. Selbst mit Sekundenkleber war es nicht wirklich sicher. Und deswegen habe ich im Nachhinein hier oben so eine Öse hineingedreht. Die waren bei diesem Set auch dabei. Ich verlinke euch natürlich unten das ganze Material, was ich verwendet habe. Vielleicht hätte ich die Stecker einfach hinten vorher in das Material quasi mit einarbeiten müssen. Also wenn ihr hier Erfahrung habt oder das ausprobieren möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare. Die größten Ösen, die bei meinem Set dabei waren, waren leider doch nicht groß genug, um zwei dieser Glieder hier miteinander zu verbinden. Entweder ich hätte das Material noch dünner ausrollen müssen oder die Löcher noch weiter am Rand anbringen müssen. Deswegen musste ich hier dann jeweils mit drei Ösen arbeiten. Und man sollte natürlich darauf achten, dass die Teile richtig rum miteinander verbunden sind, denn die haben wirklich eine schöne Seite. Ja, wäre doch schön, wenn die schöne Seite nach vorne zeigt. Na, das sind wirklich meine Lieblingsohrringe geworden. Ich finde, die sind echt, ja, schön geworden. Ich mag die Farben. Ich mag grün. Ja, sowieso. Schaut euch das Flur-Makeover an. Da seht ihr viel grün. Und jetzt zeige ich euch noch die anderen Ohrringe. Das sind die anderen Ohrringe. Ich finde, die sind auch sehr schön geworden. Und ja, diese beiden sind wirklich meine Favoriten. Ein paar von den Ohrringen habe ich eben mittlerweile schon verschenkt. Ja, also ich finde, die kann man wirklich tragen. Ein Nachteil, finde ich, hat das Ganze, aber vielleicht hat da jemand einen Tipp, vielleicht müsste ich größere Ösen bestellen oder eben dieses Material dünner ausrollen und das Loch dann höher an den Rand setzen, damit man, seht ihr das, hier nicht drei Ösen man benötigt. Schön wäre es natürlich, wenn die Glieder, die Teile jeweils nur mit einem Glied, also mit einer Öse verbunden wären. Aber ich finde, so für den ersten Versuch ist es wirklich schön geworden. Wenn ihr hier einen Tipp habt, dann schreibt das bitte gerne in die Kommentare, weil vielleicht experimentiere ich damit noch ein bisschen rum und ihr ja vielleicht auch. Das war's aus Klötzchens kreative Ecke. Ich hoffe, der Bastel-Quickie hat euch Spaß gemacht.
Wenn ihr es ausprobiert, wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Wenn ihr sowas schon öfter gemacht habt, ich habe das zum ersten Mal gemacht, vielleicht habt ihr noch ein paar Profi-Tipps für uns, gerne her damit. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Meine Videos kommen unregelmäßig, je nachdem eben, wann mal wieder was zu sehen ist. Aktiviert deshalb die Glocke und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und kreativ, euer Klötzchen.